Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei System Shock 2. Ich bin der Baume und bevor ich nochmal so einen Schrecken kriege wie die letzte Folge, als es dann plötzlich hieß, Bums, du bist tot und du respawnst auch nicht mehr, klicke ich mal eben schnell auf Speichern. Was war, ist denn hier einer, den wir überschreiben? Hier, ne? Hier, 11 Stunden und 21 Minuten, 22 Sekunden, wie süß. Wie süß! So, jetzt sind wir bei knappen 17 Stunden Spielzeit, meine Fresse. Geht ja auch schnell, wenn man so wie ich in der letzten Folge einfach mal 20 Minuten im Kreis rennt und überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich los ist. Ne? Lass mich bitte durch. Wie ich mich immer wieder vor den Türen erschrecke, das geht doch nicht klar. Waffenupgrade brauche ich nicht. Oh, Quicksave. Kawabanga! Ja. Ja. Super gut. Oh, auf zur Brücke, ey. Aber mit Schmackes und das ganz schnell. Achso, da muss ich erstmal eine Etage weiter nach unten. Was fährt denn hier überhaupt nach unten? Ich schätze mal, weil du von unten kommst, wirst du auch nach unten fahren, ne? Ich glaube, die anderen fahren alle nach oben. Danke, lieber Aufzug. Du bist so super nett zu mir. Wieso habe ich denn eigentlich nur noch so arschwenig Energie? Ach, die ist ja komplett alle. Ach, siehste! Oh, puh. Die ist ja alle! Du bist ein bemerkenswertes Exemplar deiner elenden Gattung. Danke! Ich schicke dir einige Cybermodule. Cybermodule. Also da fahren wir jetzt nochmal ganz schnell zurück mit der Rusche-Tututbahn. Bleib mal nach, das Ding. Ich drücke immer E und dann passiert das. Ja, wir fahren nochmal. Bam! Ey, das ist meine Schleuse. Das ist nicht deine Schleuse. Gib in deine eigene Schleuse. Vielen Dank für dein Verständnis. Bitte beehren Sie unseren Service bald wieder. Ich drücke immer falschen Knöpfe. Ich muss mich echt noch an die neue Tastatur gewöhnen. Ich habe schon ein paar Folgen, aber. Das ist alles noch neu und shiny und fancy und hast du nicht gesehen und naja. Immer weiterkämpfen. Nicht aufgeben, immer weiterkämpfen. Mit der neuen Tastatur kann ich halt auch so trotzdem so schöne Sachen machen, wie zum Beispiel das hier. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na kratz dich mal. Ist doch nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn! Feigling! Noch ein Wort und du brauchst einen Rollstuhl! Wie du willst! Ich spuck dir ins Auge und blende dich! Was machst du? Na komm schon! Na komm schon! Bloß nicht entmutigen lassen! So! Gut! Ist hier noch was Ekliges? Ja, du bist noch da! Alles Chlor! Ah, 11 Schuss haben wir noch mit der alten Witznispel. Was brauchen wir? Stärke. Wir brauchen noch. Wir brauchen erstmal modifizieren. Modifizieren, komm. Wir sind 5 Schritte gelaufen, wir müssen es wieder aufladen. Geht ja wohl nicht. Zug fahren, yay! Habt ihr Züge auch so gern wie ich? Nur sagen, ich habe die Züge lieber als die ekligen Spinnen, die hier rumrennen. Ey, eigentlich wollte ich mir noch einen Energy Drink holen. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich noch einen trinke. Der wird so. Das ist nicht gut für so ein Spiel. Da sollte man doch mit dem gebührenden Respekt rangehen. Ach du Scheiße! Stirb! Pilot, kriegst du nicht mal mit, dass ich da bin? Warum? Weil ich so schnell bin. Ich komme um die Ecke und ich rufe. Surprise, Motherfucker. Ich mag's. Ich mag's. Ich mag die Buttons. Oh, ich brauche noch viel mehr davon. 6 Stück reichen einfach nicht. 6 Stück reichen nicht. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte zur Brücke rauf, genau. Wollte ich wirklich? Wollte ich, ja. Vollgeladen mit tollen Sachen, die das
Quicksafen. Schöner machen. Hoah! Brücke! Brücke! Voll abgefrickter Scheiß! Ruhig bleiben, Freunde, ruhig bleiben. Oh! Das ist alles andere als ruhig bleiben. Das ist schon eher ruhig bleiben, ja. Was haben wir hier? Achso, das ist ja das Ding, mit dem ich gerade schieße. Welchen Wartungsstand hast denn du? Oh, Stufe 1, miserabel und defekt. Na geil. Na geil. Ein Glück haben sie es uns hingelegt. Können wir uns freuen, wie arm wir doch dran sind. Wow. Hier ist ja noch einer von der Sorte. Ja, Mai, wo ist denn der? Wo ist er denn? Das ist die Brücke jetzt hier? Das ist officially Brücke? Wo ist denn der? Der muss ja genau wohl hier irgendwo sein. Macht mich slightly nervös. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Wow. Ja, ist schick. Schön, dass du so gut aufpasst. Alter. Wo kommt denn die... Ihr hört die auch, die Cyborg-Stimme, ne? Bild ich mir doch nicht ein. Was war denn jetzt? Irgendwas explodiert. Ist irgendwas explodiert? Wer schreibt denn Tastaturen, die nur Nullen und Einsen haben? Wow, was? Wo kommt das denn her? Ach, ein Turm! Ein Raketenwerferturm! Boah! Jetzt hast du mich aber voll verarscht, ey. Holy shit! Boah! Uncool, Alter. Uncool. Es wird also doch noch Raketenwerfer geben. Yeah! Für 3 Upgrade-Einheiten. Oh. Oh, was ist denn das hier für eine Karte? Ich sehe schon, wo das Problem ist, ja. Ja, die Einsen und Nullen da, die müssten eigentlich blinken und wackeln, aber das tun sie nicht. Das fasst das ziemlich gut zusammen, was hier gerade passiert, alles so. Subjekt A, Affe. 3, 5, 6, 7. Ja, der macht hier den ganzen Fehler. Oh, ja, alles klar. Wenn hier Affen sind, nehme ich die Schrot. Haben wir noch ein bisschen Schrot da? Nö. Wo kommt denn diese Schrot? Quick Save. Oh, mir gefallen die Dinger. Den kann man gut dodgen. Wo ist dieser Cyborg-Killer? Der muss ja hier in dem Zimmer sein. Sag ich doch. Na, ich glaube, bin ich immer sehr aufmerksames Kerlchen, was immer so mal herrscht. Ja, Modifizierungssoftware Version 2 haben wir doch schon, oder? Ist redundant, nicht wahr? Genau, redundante Software nicht installiert. Was haben wir hier? Ein Instant-Hacker. Jo, geil! 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 So ein Instant-Hack-Ding. Das will ich jetzt ausprobieren. Das haben wir noch nie ausprobiert, weil ich immer gesagt habe, ich krieg sowieso alles gehackt, weil ich nämlich super awesome und außerdem noch wunderschön und extrem klug bin. Aber bevor wir jetzt hier auf der Brücke weiterwurschten... Ja, da gehe ich nochmal nach unten. Nee, das ist mir jetzt zu weit. Vielleicht kommen wir eh nochmal dran vorbei. Nee, da behalte ich das Ding jetzt. Ist hier was drin? Nö, keine Batterie. Was ist das denn? Werde ich mir gleich krallen. Peu à peu, alles. Aha, Stufe 6. Okay, jetzt probiere ich das mal aus. Hä? Wow, was haben wir denn da drin? Vollgepackten tollen Sachen, die das Alien-Krams, den will ich nicht. Kann ich hier sonst noch irgendwas drücken? Was bist du für ein Knopf? Lass mich mal... Kann ich dich anfassen? Kann ich dich mit dem Stock pieksen? Bist du Xerxes? Okay, dann schlage ich mal diese Scheibe ein.
Was haben wir denn hier? Cybermodule übermittelt. Okay, ich habe jetzt Zugang zur manuellen Kontrolle und das bedeutet... Was mache ich jetzt damit? Kann ich jetzt hier Knöpfe drücken? Was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich den Durchblick, oder wie? Was mache ich jetzt damit? Das ist ja toll. Also, ich meine, freut mich. Ja, ich merke schon, ich mache Fortschritte und so. Geil. Schön. Mehr Fortschritte, wenn ich bitten darf. Kann ich die jetzt hier irgendwo reindrücken, oder wie? Was? Ziemlich große Brücke, muss ich sagen. Sieht nicht wirklich aus wie auf der Enterprise, aber fast. Aber wo sitzt denn hier der Kapitän? Der Kapitän hat doch immer eigentlich einen richtig geilen Stuhl. Naja, gut. Dann eben nicht. Nix mit Chefsessel und so. Da oben waren wir gerade. Der steht wahrscheinlich immer oben lässig am Fenster, guckt runter und sagt, Gönni, hör auf in der Nase zu popeln, Gönni. Nein, Gönni, jetzt ist es nicht noch. Gönni. Ich glaube, unser Job hier ist erledigt. Ich fahre wieder runter. Ja, es sieht alles ruhig und friedlich aus. Genauso wie sich ein Captain seine Brücke vorstellt. Boah, ich bin jetzt irgendwie von ausgegangen, dass dort vorne ein dicker, fetter Badass-Roboter steht, der uns da ans Leder will. Ein Glück hast du dich gerade bewegt, Junge. Boah, ey, wie sie stecken bleiben, seine Ninja-Wurf-Disken, CDs, ausgefransten alten CDs. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit euren CDs anstellen wollt, ja, bastelt mal ein paar Wurfsterne draus. So, wollte ich jetzt noch irgendwo besonders hin? Ja, ich wollte nochmal leveln. Wo gab's hier nochmal die Level-Up-Ecke? Die muss irgendwo hier sein. Und zwar die mit dem Modifizieren und so. Das muss so irgendwo hier gewesen sein. So, ich nehme mal das Ding hier. Da haben wir noch mehr Ladungen drauf. Das dürfte noch eine Weile halten. Wieso sind die Kamera? Guck mir doch nicht so einen Ausschnitt. Fühle ich mich belästigt. Meine Augen sind hier oben. Hat hier gerade irgendwas gegrunzt, so wie in der Art? Ich höre Dinge, ey. Das geht nicht klar. Ah! Nein! Nein! Nein, jetzt habe ich Angst! Jetzt habe ich Angst! Ich habe Angst. Was war denn das? Was war denn das? Oh nein! Nein, was war denn das? Hier ist nicht mehr... Wo kommt denn das Geräusch her? Oh nein, was ist denn das? Fucking shit, was ist denn das? Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Oh, ich habe Angst. Ich quicksave. Oh fuck, es muss irgendwas Großes sein. Du bist mir egal. Du bist mir egal. Du bist so Panne. Alter, du kannst nicht mal Schritt halten mit mir. Was zur Hölle war das für ein Geräusch? Ich habe keinen Bock auf dich und dich und dich und immer noch nur dich. Mein Herz rast. Oh. Was war das für ein komisches Grunzen? Ich gehe da nie wieder hin. Ich weiß nicht, ob es merkt, aber ich habe gerade ein bisschen Angst vor diesem Geräusch. Ein bisschen ganz große Angst. Oh, meine Arme werden ganz taub. Das muss irgendwas Großes, Hässliches sein. Und das muss irgend so ein Annelidenmist sein. Und da hilft doch hoffentlich nur diese Mission, Munition hier. Oh. Ey! Baum! Calm down your tits. Ey, ich brauche ein bisschen Ruhe. Energy Drink Verbot. Was war das für ein Geräusch? Ich wollte ja eigentlich ableveln, aber... Ich hab so eine Angst. Wofür haben wir jetzt überhaupt den Schlüssel gekriegt? Was war das für ein Geräusch? Opa Manuel, wo soll das sein? Oh. Oh. Ich fahre jetzt nochmal zurück und lade meinen Akku auf.
Also hier den Ingame-Akku. Kannst du nicht machen. Oh. Alter Schwede. Oh, kannst du nicht machen. Okay, ich guck nochmal, ob die Tür jetzt mal irgendwann aufgeht. Boah, ich will gar nicht, dass sie aufgeht, ehrlich gesagt. Ich will da... Das bleibt für immer zu, ey. Hier sind zwei gehackte Türme. Wenn da jetzt was rauskommt, dann wird das hoffentlich sterben. Also das sind leider Lasertürme. Das sind die grünen, die blauen. Und Anneliden sind Laser, scheißegal. Alter, ich denke mal, da hinten bricht, irgendwo bricht gleich was auf und dann kommt dort ein riesen Fleischklops raus und macht so... So klang das gerade. Ich will da nicht nochmal hin, ey. Ich lade mich jetzt erstmal auf und dann gehe ich irgendwo hin zum Leveln. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Yo. Hier kann ich leider nicht das leveln, was ich möchte. Oh. Was war das für ein Geräusch, Mann? Ich will's nicht wissen. Die Tür geht immer noch nicht auf, das war ja klar. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl woanders hin, ey. Ich muss jetzt erstmal woanders, ich will da nicht nochmal rein. Ganz ehrlich, ich will da nicht nochmal rein. Ich will da nicht nochmal rein. Das Geräusch war so eklig. Ich will da nicht nochmal rein. Zwingt mich nicht, dort nochmal reinzugehen, bitte. Ich bleib schön hier unten, hier kenne ich alle Gegnertypen und so. Alles in Ordnung. Also komme ich drauf klar. Bekannte Muster und so weiter. Oh. Leck mich fett, Alter. Ja, tut mir auch leid. Wo bist du? Sag Bescheid, da. Was? Dodge hab ich dich! Wisst ihr, sag ich doch, bekannte Gegner und so weiter. Da fühle ich mich wohl, das ist alles in Ordnung. Hier liegt eine übelst geile Waffe, die ich nicht benutzen kann. Was war das für ein Geräusch, ey? Oh. Okay. Meine Lieblingswaffe, wo ist sie? Hier. Wir brauchen... Wartung dieser Waffe erfordert Fähigkeit 6. Wartung, Stufe 6. Gewartet, meine Herren. Fühl dich gewartet. Oh, ich kann nicht mehr. Dieses Geräusch, es ist nur ein Ton. Ich weiß, es ist nur ein Geräusch. Geräusche bringen keine Menschen um. Aber Klauen und Fangzähne bringen Menschen um. Gierige Bestien, die in den Schatten auf dich lauern. Boah, ich fahre jetzt erstmal wieder nach oben, weil so einfach kommen wir aus der Nummer nicht raus. Och nein, nicht schon wieder. Was auch immer da war, ich glaube, es hat sich jetzt verpisst. Ja, Tatsache. Oh, dann mach ich hier mal die übelste Mega-Speicherung. Boah! Über 17 Stunden, la 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 la. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt sagt mir bitte, bitte sagt mir, dass ihr das auch so gruselig findet. Sonst mache ich mich hier voll zum Affen. Ey. Was war das? Wenn ich es nicht sehen kann, dann... habe ich Angst vor. Es könnte auch so ein kleiner Wurm sein, der an der Wand geschlafen hat. Ja, der einfach ein unglaublicher Schnarcher ist. Aber... Das klang nicht nach was Kleinem. Das klang so groß und so.
Meine Fresse. Meine Fresse. Ich muss jetzt ganz viel tun, um dieses Zittern aus meinen Armen wegzukriegen. Ich nehme jetzt alle Drogen, die ich habe. Dann müsste ich jetzt eigentlich noch einen Kaffee trinken. Koffein zählt da mit rein. Aber, nee, das macht mich nur noch wahnsinniger. Ich weiß genau, wir müssen dort wieder zurückgehen. Und dann wird irgendwas passieren, irgendwas Furchtbares. Ich habe keine Ahnung, wo wir mit der manuellen Kontrolle hin sollen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht in den Technikbereich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist die manuelle Kontrolle? Ich weiß es nicht. Ich guck mal offscreen ein bisschen. Ich habe mal gerade gespeichert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann... Boah, ich habe keinen Bock auf das Geräusch. Ich will da nicht nochmal hin. Wir haben jetzt gelevelt. Ich muss eigentlich nicht nochmal in dem Bereich, aber... Oh, das klang so eklig. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe keine Lust mehr. Oh, ich will nicht vor dem großen Unbekannten wegrennen. Das ist scheiße. Ich will drauf schießen können. Oh, dann soll es drauf gehen, bitte. Und nicht so unverwundbar sein. In meinem Kopf, ja. Es war nur ein Geräusch, aber in meinem Kopf baut sich gerade ein Bild von einem Monster zusammen, das sogar schon Eigenschaften hat und so weiter. Und das ist das brutalste Vieh, was jemals die Menschheit zu fressen gekriegt hat. Also, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und dass ich mich bis dahin nicht komplett selbst aufgefressen habe vor Angst. Und ich bin nur Baume, auf Wiederschauen und reingehauen. Und bitte sagt mir doch mal, ob das jetzt nun furchteinflößend war oder ja, weil mir geht echt der Arsch auf Grundeis. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht nochmal hin. Bitte nicht.